Traumhaus von Matthias Berger. Hier wurde unser Traumhaus, das wir im Stream in Paint gezeichnet haben, wurde jetzt in Minecraft dreidimensional nachgebaut. Let's go. Also erstmal hallo, mein Name ist Philipp. Ich war gestern im Stream dabei und habe gesehen, dass ihr im Spaß ein Traumhaus aufgemalt habt, also besser. Matti hat es aufgemalt. Und da habe ich mir heute gedacht, baue ich das nach. Viel Spaß. Wenn man reinkommt, ist hier der gewünschte Eingangsbereich. Ja. Und dann ist hier auch die Toilette. Ja, das soll so... Das ist das Gäste-WC, ja. Verspiegeltes Glas sein. Es gibt aber nichts Besseres. Dann kommt man in den... Yo, ey, das ist aber schon ziemlich nah dran so. Das ist schon sehr nice. Wohnbereich. Das fette Bücherregal. Ja, ja. Hier ist natürlich der große Fernseher, ja, mit der Couch. Und Popcorn. Sehr gut. Und dann und der ist hier auch eine der Couch. Ja, die der offene Küchenbereich. Ja. Oh, was gibt Burger? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und ja, der Kühlschrank funktioniert sogar wirklich. Okay, da ist, guck mal, er hat unser Bett nachgebaut. Hier, dass du hier oben schlafen kannst und drunter ist genauso, wie es bei uns ist. Lustig. Dann ist hier einmal das Bett mit Pino oben drauf. Das ist ein ganz cooles Bettdesign, finde ich. Ja, originalgetreu. Das Pino über uns ist beansprucht wenig Platz. Ja, das... Ah, das ist cool. Guck mal, da ist der Flügel. Das ist der Flügel, ja. Hier ist die Fernsehecke, das Bücherregal. Hier ist die Essensecke. Aha. So auf mittelalterlich, fällt mir. Das Zimmer schon ist etwas... cool. Und da ist, warte, die Tür, die gegen den Flügel knallt zum Hauswirtschaftsraum. Klein. Dann ist hier ein Wirtschaftsraum. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist ein Raum, in dem die Waschmaschine ist und der Trockner und so, damit du das nicht irgendwo in Wohnraum hast. Deswegen gibt es sowas wie Hauswirtschaftsräume. Da hast du einmal so dieses ganze Haushaltszeug in einem Raum versammelt. Und natürlich das Klavier. Für Flügel war da auch einfach gar kein Platz. Mhm. Dann geht's hoch und hier oben ist eigentlich nichts krass Besonderes, sondern einfach Platz. Millionen Hunde. Zu eurer 80 Kinder? Oh, ja. Guck mal, wie viele Betten. Die müssen ja auch alle irgendwo schlafen. Okay. Ich habe gerade eine YouTube-Nacht. So, als wäre das so Militär, weißt du? Ja. Die schlafen alle so auf dem Rücken in so einem kleinen Bett. Jeder hat nur seinen eigenen Schrank. Genau. Tisch oder zwei müssen sich einen teilen. Ja, richtig. Gibst du die Hälfte. Und hier ist dann, Yo! Wie cool! Genauso. Geht's runter in den Pool, so wie Mathe sich gewünscht hat. Das ist stressig, wenn die Kinder alle da reinspringen dann. Du hörst immer nur so das Platsch. Ist, ja, aber es ist natürliche Selektion. Platsch. Und manche hörst du halt Platsch. Das ist natürliche Selektion, der Stärkere gewinnt. Mathe vor allem, Matti. Dann ist hier oben auch halt einfach... Hier oben ist eigentlich nur Platz für eure 80 Kinder. Das ist gut, das gefällt mir. Dann geht's runter in die Gaming-Zimmer. Jawohl, jetzt bin ich sehr gespannt. Diese Gaming-Zimmer sind ausgestattet mit Panzertüren. Das ist eine Mod gewesen. Und diese Panzertüren kann man nur mit der entsprechenden Türkarte quasi öffnen. Geil. Hier ist einmal das Gaming-Zimmer von Roxy. Yes, Sir, auch in Türkis. Oh. Guck mal. Er hat meine Ecke nachgebaut. Ich wusste nicht genau, was in Roxys Zimmer rein soll. Deshalb habe ich einfach mal einen großen Computer, eine Couch reingemacht und das gewünschte. Ah, und das gewünschte Fenster. Fenster ist dann natürlich. Ja, bei mir kommt ein Podest noch rein. Das ist dann auch ein Podest und Couch-Elemente. Mhm. Und dann hast du da oben so deine Laberababa-Ecke. Und dann hast du dahinter das Streaming-Center. Auch cool. Sehr cool. Geht's in die richtige Richtung, ja? Geht in die richtige Richtung. Überliegende ist das Zimmer von. Ich liebe Treppen. Ich habe alles immer gerne mit Treppen. Weißt du, auch du bist in so einen Autounfall verwickelt, landest im Rollstuhl, musst alles nochmal umbauen. Alles nur noch Rampen. Alles Rampen. Also für Pino wird's cool finden, also die Rampe hochzulaufen. Ich bin eine Rampensau. Ah ja. Und Matti, da ist natürlich der, der Gaming-Computer quasi. Aha, da waren auch gerade die ganzen Gold-Platin-Platten von meinen Songs. Ja. Da ist deine Couch mit Ecke. Mhm. Einmal die Couch, die Handelbank. Digga, was eine Monster-Handelbank, Alter. Die Couch. Warte, der ist auch Also, ja, Dennis so oben. Ich so, kreuze ihn. Ist auf jeden Fall optimistisch. Du traust mir da sehr viel zu, fühle ich. Die Hantel und ich habe hier die Somnium Edition. Die Joy, Standard, Prestige, Eden, Firestorm, Blizzard, Shadow und Noctio. So muss das sein. Stark. Boah, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Es muss ja tatsächlich nicht immer ein ganzes Uncut-Sheet sein. Du kannst ja auch nur eine einzelne Box, sondern dann kriegst du wenigstens alle so untereinander. Also in kleine quadratische Bilderrahmen meinst du? Ja, aber in schön, in so beleuchtete Glaskästen. Und die leuchten dann jeweils in der Farbe. Du meinst nicht Uncut-Sheet, sondern du meinst was rausgeschnitten vom Sheet oder eine Kartenschachtel? Einfach nur die Kartenschachtel genau, das oder das cool. Brick oder so da rein und dann leuchtet das... Die Bodenplatte leuchtet dann in der entsprechenden Farbe. Das ist cool.
Das klingt gut. Ich muss da mal in den Baumarkt. Das klingt sehr Amazon. Gut. Aber da ist noch eine Tür. Wofür ah, die jeez. Hin? Guck mal. Kerker. Oha. Dann ist hier noch einmal ein Kerker. Mhm. Der ist nicht für eine bestimmte Person oder so gedacht. Boy, that escalated quickly. Weißt du, er ist so in so einer ganz normalen Stimme. Ja, der ist nicht irgendwie für eine bestimmte Person gedacht, aber falls ihr mal wen foltern möchtet oder so. Warte, safe, wenn jetzt der Cursor hier rüber geht, steht da der Nachbar von unten. Safe. Bolt. Der ist einfach generell... Oh, da war was. Stand da? Was stand da? Was? Gedacht. Der ist... Herr Bolzen. Und Nachbar von unten schreibt in den Chat, ihr kommt wohl ihr hinein, wenn ihr noch länger so laut seid. Einfach generell da. Ja, das ist einfach witzig. Ist dies. Ja, es hat einfach witzig. Das ist schon, Detail das ist schon noch. Nice. Wir brauchen unten auch noch ein Badezimmer, glaube ich. Willst du immer hoch sein? Nee, wir brauchen auf jeden Fall auch ein Bad im Keller. Dann, ganz wichtig, ist natürlich auch... Der Außenbereich. Das Ding ist, ich meinte ja, das muss alles Fensterfront. Also, unserer Vision nach ist all das hier, diese Wand... ist im Prinzip ein riesiges Fenster. Die ganze Wand ist einfach Glasfront. So müsst ihr euch das vorstellen. So hätten wir es gerne. Der Garten. Ich habe keine Landschaft drumherum gebaut. Ich habe jetzt nur den Garten gebaut. Natürlich ist im Garten das... Das Gästehaus für den Heido. Yes, sir. Kleine Häuschen für Heido. Post für Heido. Süß. Oh, da ist aber im Prinzip einfach nur ein Bett drin, weil wir wollen es dem Guten ja auch nicht zu gemütlich machen. Er soll ja nicht für immer bleiben. Richtig. Aber guck mal, sehr, sehr, sehr viel offener Raum für Pino geil. Und Tanuki zum Sprinten. Das ist gut. Und für Dohai. Dann ist hier einmal das Gewünschte. Der Hundekäfig. Oh Mann. Ja, jetzt nochmal. Erst mal das Fußballtor. Der Fußballtor, um Fußball zu spielen. Und natürlich der Pool. Hier ist eine Rutsche. Eine Wasserrutsche. Yay. Genau. Ach, so. Wie geil. Und natürlich kann man auch von da oben runterspringen, ohne zu sterben, hoffe ich. Und natürlich ist aber auch ein ganz kleines, normales Sprungbrett. Mhm. Ja, das ist warm gegen die Kante. Einfach auch da. Sehr schön, gefällt mir. Dann habe ich hier einmal das sogenannte Trump. Trump-Olin. Pauline. Mit, und das... Ah, einer stellt sich drauf, der andere zieht einen Hebel, yeet. Echt? Ich denk mal, guck mal, sieht's aus. Funktioniert sogar. Ab und zu kriegt man Schaden. Keine Ahnung wieso, aber ist ganz witzig. Weil es brennt da drunter? Ja, das hat jetzt keinen tieferen Sinn. Das ist einfach da, weil du es dir gewünscht hast. Kriegst du immer einen Stromschlag. Ist ja cool. Ja, okay. Aber stimmt, ey, wenn du mit deinem Fuß umknickst... Dann nicht zu vergessen ist auch der Zwinger, möglichst groß gehalten. Dann haben wir eine für Pino 1. Geil. Warte, da hat man gerade genau gesehen, Dohai und Tanuki. Dohai Pino 1. Tanuki. Und Dohai. Und Dohai. Und hier draußen kann man auch nochmal manuell alle. Oh, alle zu, alle auf. Cool. Sehr cool. Zumachen. Dann haben wir einmal halt für Pino, für Tanuki und für den Dohai haben wir hier auch eins. Hier habe ich dann nochmal geöffnet. Bam, bam, und man kann halt auch alles manuell nochmal schließen. Die Türen lassen sich natürlich auch schließen zur Not. Genau, hier die große Bierzeitgarnitur für I Got Family. Dann ist hier einmal der große Tisch mit Grill. Mhm. Der Grill ist jetzt nicht der Burner, aber... Also ja, das war's. Ah, nee, sorry. Nicht zu vergessen ist natürlich... Was kommt jetzt? Der hat doch alles was wir erwähnt hatten. Eigentlich hat er alles. Der Basketballkorb. Der Basketballkorb, um in der Sommernacht dann mit Tobi ein paar Körbe zu werfen. Trommelwirbel. Basketball. Yes! Basketball. Nee, das ist einfach quasi... Ein Kürbis ist das jetzt, der einfach Basketball heißt. Und man kann halt hier richtig Basketball. Jo. Also ich dachte, man wirft so ein paar Körbe, aber so einfach jedes Mal so. Er springt einfach bis in die das Unendlichkeit oder viel weiter. Richtig, so eine Slam-Dunk-Maschine. Ja. Damit die 80 Kinder auch spielen können. Richtig. Die müssen ja auch drankommen. Ja, damit die an den Korb rankommen. Mhm. Mhm. 15 Meter entfernt und dann machst du so einen ganz langen Arm wie Michael Jordan in Space Jam. Basketball spielen und man kann sogar hier... Punkte erzielen. Einfach höher als die Garage, werden die Kinder gejätet. Perfekt. Können die oben gute rechts Idee. Das Laub wegkriegen. Man trifft. Ja, das ist lustig. Ein kleines, feines Detail. Jetzt kommt der Carpark. Gucken wir mal. Und dann haben wir auch einmal hier noch eine Garage mit zwei Autos. Aber es sind nur zwei. Ja, pessimistisch, aber okay, gut. Eigentlich
Eigentlich wollte ich krassere Autos machen, aber dafür hat der Speicherplatz leider nicht gereicht. Ist okay. Das akzeptieren wir. Dann ist das mein Tesla Roadster. Und das ist mein Karamellbonbon. Dein Karamellbonbon. Okay, perfekt. So nenne ich die immer bei GTA. Ich mache die immer in so einem schimmernden Orange-Braun, was weiß ich. Und dann heißen die mal Karamellbonbon. Und dann wurden es halt leider nur die zwei. Geil. Ende des Videos. Ey, sehr, sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Ha, 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 ha. Perfekt. So. Ist gekauft. Also, Real Talk. Genau, jemand meinte gerade im Chat hier, Jones, bitte mit diesem Video zum Architekten. Fehlt ein Fiat Biroxi. Nee, ich werde niemals ein Fiat fahren. Ja, aber so als Fiat. Witz einfach. Als Witz, der als Deko. So steht, so genau, so als Deko. Ja, genau. Fühle ich, wenn wir so Multimilliardäre sind. Ja. Dann kaufen wir einfach alle Fiat 500s, die es gibt auf der Welt. Richtig. Um den Leuten einfach diese Last zu nehmen. Richtig. Und aus jedem Fenster, aus dem du guckst, siehst du den. Und immer, wenn du traurig bist, machst du Gardine auf, sagst Fiat. Und jetzt, Clark, danke für dein Follow. Dann bist du einfach wieder happy. Ja, dann, genau, Jones, dann gehen wir damit zum Architekten, dann haben wir es ja jetzt. Eigentlich schon. Vor allem genau so. Ja, ich hätte das gerne so, dass so 80 Kinder wie Soldaten so. Sollen die einen Spielplatz rausnehmen? Nee. Nee. Und der Architekt so, okay. Ey, danke, danke für dieses mega coole Video. Das war sehr lustig auf jeden Fall. Das war sehr witzig. Sehr cool nachgebaut. In sehr kurzen Zeit, ey, oha. Ja, ist krass auf jeden Fall. Guck mal, wie viel Arbeit das so gekostet haben muss. Das ist einfach alles wirklich eins zu eins so nachzubauen. Yes. Also danke schön, dass du dir diese Zeit genommen hast. Danke, dass du diese ganze Arbeit da reingesteckt hast. Das wissen wir sehr zu. Und an der Stelle ist aus irgendeinem Grund kein Ton mehr zu hören in der Aufzeichnung. Wenn ihr den Grund dahinter noch nicht kennt, warum wir unbedingt ganz schnell ein Haus haben möchten, dann schaut hier meinen Real Talk über unsere Nachbarn, der uns aus unserer Wohnung rauskicken möchte. Bis dann, euer Matti und ciao.